Das geht nicht, dass wenn eine Regierung wechselt, eine neue Regierung sagt, mit dem, was die Vorgängerregierung gemacht hat, haben wir nichts zu tun. Das läuft nicht. So kann man in der internationalen Politik nicht arbeiten. Deshalb gehe ich davon aus, dass Alexis Tsipras heute zu vernünftigen Kompromissen bereit ist und sie auch abschließen wird. Es gibt jede Menge Leute, die Griechenland helfen wollen, aber die Griechen müssen sich auch helfen lassen.独家爆料给苹果，精彩用就播讲金圈你指定的慈善机构，请拨电话或电子邮件苹果日报网站或 APP 的爆料专区，你爆料我捐款。